Fledermäuse, die den Bau einer Autobahn verhindern. Oder Eidechsen, die neue Bahngleise blockieren. Ja, solche Auseinandersetzungen gibt es viele hier bei uns im Lande. Umweltschutz um jeden Preis. Wie stehen Sie dazu? Ja, ist schon interessant, dass Tiere solche Projekte aufhalten können. Auf der anderen Seite haben sie ja sonst auch keine Lobby. Grundsätzlich finde ich, muss man den natürlichen Lebensraum für die Tiere erhalten und schaffen. Dass das aufwendig ist und kostenintensiv, ist bei jedem Tierschutzprojekt so. Also das ist mir alles zu teuer. So viel Geld sollte dafür nicht ausgegeben werden. Ich würde ganz klar sagen, dass der Tierschutz vorgeht und auch, dass die Bauarbeiten dann irgendwie verschoben werden müssen oder was auch immer, aber der Tierschutz geht eigentlich immer vor, also egal in welcher Situation. Grundsätzlich finde ich Artenschutz sinnvoll und auch wichtig, aber es kommt ja immer auf die Verhältnismäßigkeit an. Wohl wahr. Und damit ist es 10 nach 12. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Wissen Sie übrigens, was eine Hufeisennase ist? Also die meisten von uns haben bestimmt noch nie eine gesehen, also ich zumindest nicht. Und doch hat genau diese kleine Fledermaus tatsächlich es geschafft, den Bau einer Brücke in Sachsen jahrelang zu verzögern. Der Grund, ihr Lebensbereich sei dadurch gestört. Umweltschutz ist wichtig, aber was, wenn dieser dringend benötigte Bahntrassen, Autobahnen oder Flüchtlingsheime verhindert? Eine der teuersten Baustellen Deutschlands, die A33 zwischen Bielefeld und Osnabrück. Hier lebt eine seltene Fledermausart, die Bechsteinfledermaus. Deshalb darf nur unter hohen Auflagen gebaut werden. Die 12 Kilometer lange Strecke kostet den Steuerzahler 140 Millionen Euro. Auf 4 Kilometern entstehen 6 Grünbrücken mit Obstbäumen und dichtem, dornigem Gehölz. Einmalig in Deutschland. Das Blöde ist, wenn man das nicht beachtet hätte, dann hätte das Bundesverwaltungsgericht gesagt, die Autobahn wird nicht gebaut. Immerhin, es wird endlich gebaut. Damit wird Schluss sein mit Staus, Lärm und schlechter Luft in der Region. Jahrzehntelang war die Gesundheit der Menschen weniger wichtig als der Naturschutz. Gebaut wird hier noch lange nicht. Im Hamburger Nobelstadtteil Blankenese scheint man von Naturschützern gelernt zu haben, wie man Bauprojekte verhindert oder zumindest verzögert. Am Björnsonweg will Hamburg eine Unterkunft für 192 Flüchtlinge errichten. Die schützenswerte Natur ist in diesem Fall eine Brachfläche, die noch vor 8 Jahren bebaut war. Mit einer Flüchtlingsunterkunft. Einige Anwohner ziehen vor Gericht. Es hat uns schon gewundert, dass plötzlich der Naturschutz hier als Grund angeführt wurde, am Björnsonweg nicht zu bauen. Der Anwalt eines Klägers weist eine Interviewanfrage höflich zurück. Auch andere Anwohner wollen sich nicht äußern. Sie erwirken schließlich einen Baustopp, aus formalen Gründen. Die Stadt hätte ein Umweltgutachten zu spät vorgelegt. Ich denke, wenn Menschen etwas verhindern wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann greifen sie eben die Gründe auf, bei denen sie Aussicht auf Erfolg sehen. Eine Unterkunft für Flüchtlinge rückt so in weite Ferne. Bauverzögerungen gibt es auch hier, am Güterbahnhof Untertürkheim, der als Abstellbahnhof für die Schnellbahnstrecke Stuttgart-Ulm gebraucht wird. Hier sollen bald die Bagger anrollen. Doch gut getarnt und versteckt siedelt sich eine streng geschützte Tierart an, die Mauereidechse. Eingriffe in ihren Lebensraum sind verboten. Die Bahn muss die Eidechsen einsammeln. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Umsiedlung einer Eidechse zwischen 2.000 Euro und 8.600 Euro in der Spitze gekostet hat. Die Bahn rechnet momentan mit einem Mehraufwand in Höhe von 30 Millionen Euro. Sämtliche Eidechsen müssen umgesiedelt werden. Das Naturschutzgesetz kennt keine Kompromisse. Viele Projekte gehen deshalb in Deutschland nur langsam voran. Einer der Probleme ist, dass es sehr lange dauert, um diese Prozeduren zu lösen. Und ein anderes Problem ist, dass das vielleicht zu viel Geld kostet. Und ein Problem ist, dass zu viele Menschen darüber etwas sagen wollen. Änderungen an den geplanten Naturschutzbestimmungen sind von der Politik zurzeit nicht geplant. Ja, Fledermäuse oder Autobahn. Wie viel Naturschutz verträgt Deutschland? Mehr dazu dann bei Planet E am Sonntag um 16:30 Uhr hier bei uns im ZDF.